Moin Leute, wir können heute wieder ein neues Spiel testen. Monarchie auf Steam. Der Link dazu ist unten in den Kommentaren bzw. in der Bio. Wir haben den Key zugeschickt bekommen, damit wir das Ganze selber testen können. Dazu steht alles weiter unten in der Bio. Und zwar geht es in Monarchie darum, quasi, man ist ein König, der quasi Basen einnimmt, seine Basis immer weiter erweitert in ein 2D-Optik-Spiel, was von der Seite komplett ist. Und da geht es darum, quasi das Lager zu managen und immer weiter auszubauen und nach rechts und links alles weiter einzunehmen. Wir fangen jetzt einfach mal hiermit an, weil die Einführung habe ich tatsächlich schon gemacht, um zu testen, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze ist auch unterteilt in verschiedenen Tagen, die man überleben muss. Und genau, wir fangen einfach mal an. Hier sind diese Münzen, die wir sammeln können. Die gehen jetzt oben links in diese, ja, wie soll ich sagen, Kiste, Fass. Und damit können wir gleich Sachen bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt auch einfach so bauen können oder ob es wieder hier einen Punkt gibt, wo wir hingehen müssen. Ne, tatsächlich, wir können es theoretisch hier bauen. Das machen wir doch auch. Jetzt haben wir neue Gegenstände bekommen, die wir benutzen können. Und zwar einmal ja, der Altar. Was ist das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Genau, ein Zelt für Bogenschützen. Ist auch wichtig. Das bauen wir hier. Zack. Und da brauchen wir die Münzen. Jetzt können wir uns aussuchen, sollen wir mehr Gold nehmen oder wollen wir eine neuen Einwohner nehmen. Wir nehmen jetzt erstmal einen neuen Einwohner, weil die brauchen wir auch, um mehr Jäger zu holen und so weiter. So, dann zahlen wir mal die zwei Münzen und dann gibt es jetzt hier Bauarbeiter, die quasi das Ganze... Ach genau, das könnte sein, dass es die Bauarbeiterhütte ist. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil die bauen ja alles. Ohne die können wir halt nichts machen. Anschließend fangen wir an, mal hier eine Mauer zu bauen, als Abwehr gegen Gegner. So, beziehungsweise der Bauer. Dann holen wir uns noch einen Bogenschützen, der das Ganze hier verteidigt. Die farmen jetzt parallel und komplett alleine weiter Münzen durch die Tiere, die hier reinlaufen. Und der baut erstmal weiter. Wir ziehen mal weiter und gucken mal, was wir hier noch Schönes finden. Auch die Reflexionen im Wasser sind richtig schick. Das ist ein richtig schön gemachtes Spiel. Hier sind jetzt quasi Leute, die ausgewildert sind. Oder ausgewildert. Ausgesetzt sind, die wir quasi rekrutieren können durch eine Münze. In einer Höhle war ich tatsächlich selber auch noch nicht. Genau, hier sind Tiere, die wir erlegen können. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwo jemanden finden, den wir noch mitnehmen können. Okay, das Pferd dreht durch. Vielleicht sollten wir nicht weitergehen, aber wir gucken trotzdem mal. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Oha. Hier scheint irgendwas Böses zu sein. Aber auch Münzen. Und das ist das Wichtige. Die brauchen wir gleich, um unser Lager auszubauen, um mehr Einheiten zu holen. Tatsächlich sind hier noch Leute. Ich weiß gar nicht, wie weit das nach rechts geht, tatsächlich. Es sind auf jeden Fall viele verschiedene Höhlen, wie man sieht. Das ist hier eine ganz andere Höhle. Pferd dreht komplett durch. Oh, da brauchen wir sehr, sehr viele Punkte. Und ich glaube, wir gehen mal zurück, weil unser Ding ist voll. Ich weiß gar nicht, ob es sowas eine Art Schnellreise gibt. Ich glaube aber nicht. Oh, schon den nächsten Tag. Der neue Tag bricht an. Ich glaube, aus diesen Höhlen da vorne spawnen die ganze Zeit Monster. Aber ich will da jetzt noch nicht reingehen. Okay. Weil ich nicht sterben will. Das ist sehr super dumm jetzt am Anfang.
Jetzt, wo wir gerade angefangen haben, unsere Basis auszubauen. Jetzt kann ich schön zurückgehen. Okay, wir können keinen Sprint mehr machen. Das Tier ist gerade ein bisschen fertig. Um die Basis auszubauen, da fahren wir jetzt richtig gut Münzen. Haben wir ordentlich was gefangen. Vielleicht haben die jetzt selber noch was gefangen. Ja, komm, treff ihn noch einmal. Einmal, komm. Ah. Hier können wir noch nicht rein. Hier ist noch keiner respawned. Genau, pro Tag kommt dann immer so ein Ding. So eine Kutsche, wo man dann aussuchen kann, ob man Gold oder was anderes nimmt. Die können jetzt hier Bäume abholzen, dafür kriegt man auch Gold. Man reinvestiert quasi. Wir wollen natürlich wieder Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter. Da brauchen wir noch deutlich mehr, um das abzugraden. Wenn es durchgestrichen ist, können wir es noch nicht machen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter. Jetzt ist da so ein Hammer mehr gekommen, wie ihr seht. Zwei Hammer mehr. Und jetzt sind die Leute, die über sind quasi, gehen jetzt hin und schnappen sich automatisch so einen Hammer. Dass wenn ich jetzt das im Auftrag gebe, eine Mauer zu verbessern oder hier zum Beispiel die Bäume abzufällen, dann laufen die da selbstständig hin und machen die weg. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn noch nicht gebaut? Genau, den Altar, den haben wir noch nicht gebaut. Den können wir hier bauen. Perfekt. Noch irgendwas? Nee, mehr haben wir noch gar nicht. Ich glaube, wenn der fertig ist, dürften wir theoretisch uns upgraden können. Jetzt können wir hier einen Bonus wählen, dass wir entweder mehr Münzen bekommen durch Tiere fangen oder durch Holzabbau. Schwierig, finde ich. Ich glaube, Tiere ist besser, weil da ist es ja so, dass die random kommen. Also die werden ja auch so abgeschossen, wenn ich nicht dabei bin. Ohne dass ich, oh Gott, in Auftrag gebe. Oh, hier kommen die Bösen. Aber die hat sie gut im Griff. Wofür ist das hier? Stimmt, nach links konnte man auch. Oho. Das ist ein großer. Oh, da ist sogar jemand zum Rekrutieren. Zwei. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, jetzt schießt sie auch die Kleine ab. Hier ist auch irgendwas, was wir einnehmen können. Ah, das ist ein Pferd. Hier sind verschiedene Pferde. Ich meine, dadurch nur eine andere Optik, oder? Ich versuch's einfach mal. Ja, eine neue Optik, wow. Nee, das war schneller. Das ist ja deutlich schneller. Nee, da wollen wir nicht hin. Das haben die vorher auch nicht gemacht, dass sie die kleinen Tiere abschießen. Ja, immer nur die großen abgeschossen. Das macht er jetzt auch neu. Wenn er hinterher kommt, der Bogenschütze. Was perfekt ist, weil die rennen nicht weg. Töte 15 Hasen. Juhu, Erfolg. Läuft. Aber ein super beruhigendes Spiel auf jeden Fall. Dafür kann ich verraten. So, die sammeln nämlich auch Münzen. Jetzt sieht man immer so eine Münze beim Kopf. Zack. Die farmen die nämlich passiv quasi. Gold haben wir immer genug aktuell noch. Ich kann das noch nicht upgraden. Warum kann ich das noch nicht upgraden?
Gab es noch irgendwas, was man machen konnte? Ich überlege gerade. Aber, Moment. Wir haben ja nur in eine Richtung eine Wand gestellt. Wir haben ja hier keine. Stimmt. Hier haben wir ja gar keine gestellt. Vielleicht, wenn die fertig ist. Jetzt haben wir auch hier so einen Schutz hinter. Ja. Jetzt erweitert sich unsere Base und wir kriegen neue Gegenstände. Desto mehr Arbeiter man hat, desto schneller geht's. Und jetzt haben wir eine neue Basis und ganz viele neue Gegenstände. Aber jetzt brauchen wir wieder Gold. Oh. Wir werden angegriffen. Die rennen hier nicht rein. Okay. Wir brauchen 4 Münzen, um das abzugraden. Schade finde ich, dass ich nicht angreifen kann. Habe ich mich jetzt erschrocken? Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. Oh Gott. So eine Schatztruhe, was Nices. Aber das Spiel sagt nein. Das sieht schlecht aus. Dann gehen wir mal wieder zurück und wir warten einfach bis zum nächsten Tag und nehmen dann diesmal das Gold. Okay. Eine Energieanzeige fürs Pferd wäre cool. Das hätte was. Wie viel Gold kriege ich da jetzt raus? 2, oder? Ein? 2, doch. Haben die das? Was ist denn hier passiert? Ist kaputt gegangen? Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Da müsste noch irgendwas beistehen. Wieso haben wir denn noch eine Münze? Wir haben doch gerade Münzen genommen. Wir haben doch gerade Münzen genommen. Wo sind die Münzen hin? Kann ja gar nicht sein. Was ist das? Was haben wir denn noch für Gegenstände im Kürbis? Achso, da ist nicht genug Platz zwischen. Ich hab's verstanden. Da muss mehr Abstand sein. Was ist das? Ist das ein Haus? Könnte sein, oder? Dass das Häuser sind für die Einwohner, damit die besser geschützt sind. Schauen wir mal, was er jetzt da baut. So weit war ich nämlich selber auch noch nicht.
Ja, das ist ein Haus. Aber... Ja, wir haben ja keine Münzen mehr. Das ist das Problem. Zwei Münzen, okay. Da können wir nicht reißen. Ja, da voll viele Leute rumlaufen, die nichts zu tun haben. Dass man selber aktiv nichts machen kann, ist ja ein bisschen doof. Wo ist denn die Person, die mir verfolgt? Ja. Vorne gab es noch einen Eingang. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja da irgendwas reißen. Ich glaube, hier war es. Ach, wenn der mich trifft, kriege ich eine Münze abgezogen. Ja, moin. Kann man eigentlich mehr mitnehmen? Oha. Nee. Nee. Das sollten wir lassen. Solange wir nur eine Person bei haben, ist das irgendwie Quatsch. Wenn wir mehr mitnehmen können, wäre halt gut, aber... Aber interessant, jetzt können wir auch hier abbauen. Konnten wir gerade noch nicht abbauen. Wir brauchen unbedingt mehr Gold. Wieder nur ein Gold bekommen. Ah, es kann ja sein, dass er die Münzen erst nächste Runde mitbringt, weil die hatten wir ja gerade noch nicht. Ja, dann müssten wir ja theoretisch hier jetzt auch wieder eine Wall bauen. Theoretisch unpraktisch. Sekunde, das ist doch ein... Können wir noch ein Haus bauen? Ne, die Häuser sind, die sind over. Das kann ich schon bauen. Aber die können das upgraden. Und hier einen Turm bauen. Ja, zumindest ein Turm zu sein. Für die Bogenschützen. Ist das eine Kürbisfarm oder was ist das? Sieht so aus. Oh mein Gott. Rückzug. Feuer frei. Ach, wie cool, die schlagen das so Stück für Stück ab. Ich hab's gerade gesehen. Nein. Was soll denn das? Ach, ein Katapult. Das ist wild. Ah, und jetzt fängt hier einer an zu arbeiten. Theoretisch, wenn wir noch einen über haben. Ist er das? Ja. Und dann fängt er an zu farmen, oder was? Zu farmen und dann kriegen wir wahrscheinlich auch passiv Gold. Das wäre natürlich praktisch. Aber das Katapult müssen wir als erstes upgraden, würde ich sagen. Ne, erst das Haus. Ich weiß noch nicht, wofür das Haus ist.
was das bringt nach hinten raus. Aber das schauen wir. Dann würden noch ganz viele Einwohner, die nichts zu tun haben. Das Schlimme ist, die machen dann mal meine Belagerung, meinen Schutz kaputt. Rechts und links. Das ist auf jeden Fall deutlich teurer, nochmal abzugraden. 5. Ich werde jetzt erstmal das Katapult ab. Das ist das Sinnvollste. Ah, jetzt haben wir da um Schützen dran. Okay, check. Wir gehen jetzt nochmal gucken, ob wir hier Schätze finden. Manchmal liegen einfach Schätze auf dem Boden. Jungs, kann er nicht mitnehmen. Ich habe gerade ein bisschen Geldmangel. Ja, die Scheune. Da sind schon wieder zwei. Also Leute zu rekrutieren ist hier gar nicht so schwer. Das finde ich gut. Boah, sind die viele Rehe. Nee, in die Höhlen will ich gar nicht rein. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Oh. Da können wir auch noch was machen. Hier gibt es so viel, was man noch machen kann. Boah, hier gibt es einen Händler. Quatsch. Aber was soll man bei denen kaufen? Frage ich mich gerade. Oh, stopp. Leute, tut mir leid. Ich wollte euch gar nicht stören lange. Okay, man sollte nicht ohne Gold losrennen, stellen wir fest. Aber das Spielprinzip ist quasi klar. Münzen leer, tot. Okay, verstanden. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf das Spiel, guckt es euch gerne an. Alles dazu steht unten in dem Bio. Und ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen.